ist Ranja und wir fliegen heute mit einem wunderbaren Helikopter hier über die Antarktis. Man sieht noch nicht wirklich irgendwas, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Willkommen zu eurer Tour über die Antarktis. Ich bin euer Captain Solar. Macht's euch gemütlich. Freust du dich? Antarktis? Antarktis. Alter, Alter. Vergesst nicht, eure Handys rauszuholen und ein paar schöne Fotos zu machen, weil wir rüberfliegen. Haben wir gerade Plätze getauscht? Ich glaube, wir haben gerade Plätze getauscht. Aber ist okay. Die Nacht nähert sich. Gehe zu deinen Sitzen, um zu schlafen? Oh. Okay, es scheint ein längerer Flug zu sein, den wir hier gebucht haben. Oh, setz dich neben den Captain. Hm? Wen haben wir hier denn noch dabei? Wir haben hier noch Ali-san, 77. Das ist ein weiterer sein Fluggast. Alter? Ansonsten sind oder wir hier... sein Gewicht. Wer weiß, vielleicht beides. Ich sehe den Mond draußen. Was war das? Klingt, als wäre eine Explosion da gewesen. Das beruhigt mich jetzt gar nicht, tatsächlich. Also wir sind über der Antarktis und unser Helikopter ist gerade explodiert, oder was? Keine Sorge, ich glaube, ich weiß, was wir machen sollen. Ey, ja klar, was macht man denn? Ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso ist es denn jetzt rot? Das kann nicht gut sein. Der Master-Alarm hat sich gerade aktiviert. Was? Macht euch bereit für eine Crash-Landung. Nein. Au. Oh nein. Oh mein Gott, das ist der Hubschrauber. Bevor ich sterbe. Nein, hier ist unser Kapitän. Im Vorderdeck vom Hubschrauber ist ein Radio. Benutzt es, um Hilfe zu kontaktieren. Soda verstorben. Was? Okay. Was soll's hier, Ronja? Das Radio hier okay, vorne. Okay, das Radio ist hier drin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wo ist denn das? Ach, hier. Hier warte, vorne da vorne liegt's. Du hast recht. Okay. Ich habe das Radio. Es ist natürlich saukalt hier in der Antarktis. Der Mond geht einfach im Wasser unter. Siehst du das? Oh ja. Das Radio wurde abgerufen. Ja. Oh, warte. Ich kann hier einen Hilfecall machen. Hallo, ist irgendjemand da draußen? Kein Glück. Lass es uns nochmal versuchen. Wir wiederholen. Hallo, ist irgendjemand da draußen? Oh, das Rettungsteam. Hallo, wir können dich hören. Hallo, unser Helikopter ist... eine Bruchlandung gemacht. Wir sind über die Antarktis geflogen und müssen gerettet werden. Der Kapitän ist tot, aber wir sind alle okay. Sind wir alle okay? Ich glaube, der andere hat es auch nicht geschafft. Nö, der ist auch tot. Wenn wir fertig sind mit Reden, dann sucht nach Holz für ein Feuer und sucht nach einer Möglichkeit zu schlafen. Wir schicken ein Rescue-Team morgen früh. Was? Morgen früh? Sind die wahnsinnig? Wir müssen irgendwie die Nacht hier überbringen. In der Antarktis. Okay. Ah, guck mal, hier liegt Holz. Ah, hier ist wirklich überall Holz. Okay, na sehr klar. Gut. Das ist wichtig. Ja, zum Glück ist es wahrscheinlich gerade... Hier ist doch schon Feuer. Ist hier Feuer? Ja, guck mal, der Heli brennt. Oh, stimmt. So, zum Glück brennt der Heli. Denkst du, ist es sicher, beim Heli zu bleiben? Weil, was, wenn der nochmal explodiert? Gute Frage. Okay, wir haben genug Holz. Lass uns einen Unterschlupf bauen. Wie bauen wir einen Unterschlupf? Nach 6... Stunden ununterbrochenem Bauen versammelt ihr euch alle um das Feuer. Klasse. Das haben wir gemacht. Du und hey, ich, wir haben hier Zelte gebaut. Dabei, oder was? Scheinbar, wir erzählen lustige Geschichten, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Also die Stimmung ist ziemlich gekippt bei mir. Es wird jetzt dunkel, schlaf in einem Zelt. Aber wollen wir zusammen in einem schlafen? Ja. Klar, wir haben zwar aus irgendeinem Grund zwei gebaut. Ich hier links. Ja, falls der Typ wiederkommt, weißt du? Ach so, ja, falls der von den Toten wieder aufersteht. Ja. Guck mal, das glänzt. Das sind ganz viele Cats. Okay, aber wir haben Feuer draußen. Wir sind hier drinnen ganz muggelig. Eisbär, lauf! Was? Nein. Was ne oh mein Gott, hinter uns. Wir müssen hier raus. Auf den Nein, komm auf den Heli rauf. Oh ja, gute Idee. Kommt hier auf den... Niemals. Nein, er kommt hier hoch! Ronja, lauf! Ich renn schon. Das Ding ist, ich kann hier nirgendwo runter. Ich muss hier einfach kreisen rennen und hoffen, der Eisbär ist irgendwann weg. Vielleicht hätten wir im Zelt sein sollen. Was ist daran, Eisbär? Das ist einfach nur so ein weiß lackierter Nein, Typ. Nein, das ist ein Eisbär. Böse, okay? Ja, er ist weg. Er ist weg, Ronja. Keine Angst. Puh, der Bär ist weg. Wohin auch immer. Ich weiß auch nicht. Er ist weggelaufen, okay? Der Eisbär ist weggelaufen. Lass uns ein bisschen Schlaf okay, kriegen. Okay, zurück ins Zelt. Habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben die Nacht überlebt. Wow. Aber warte. Wir sind sehr hungrig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben, muss ich leider fressen, haben wir hier Ronja. Schnee. Das heißt, wir können was trinken. Weißt du, was ich meine? Yeah. Im Endeffekt haben wir überall Wasser. Oh, das als der Wasser Helikopter gecrashed ist, ist das ganze Essen überall hingefallen. Okay, das Ding ist,
Ich sehe nicht. Du kannst ja das Eis trinken. Ich trinke einfach das Wasser hier. Ist das in Ordnung? Das ist Meerwasser. Easy, wenn du das möchtest, dann tu das. Geh zum Essen auf dem Obby. Ah ja. Klar. Das sehe ich jetzt kein Problem bei der Sache. Ich sehe hier nicht hier direkt. Hier ist der Obby. Ach, da ist der Obby, klar. Yes, komm, let's go. Das Essen wurde abgerufen. Gute Nachrichten, hast du das Essen abgerufen? Ich eigentlich nicht. Ich bin mir sicher, du hast das Essen abgerufen. Warum ist es dunkel geworden? Siehst du noch was? Was für leckere Sandwiches. Yes. Nom. Und warte. Leckeres gegessen. Die waren über Nacht draußen und sind wahrscheinlich verrottet. Ach Quatsch, bei der Temperatur doch nicht. Das ist doch... Wie, die waren über Nacht draußen? Was? Ich habe Damage von den verrotteten Sandwiches gekriegt. Die waren ja, bei minus 50 bei Grad. Bei minus 50 Grad. Ja, na klar. In der Antarktis. Ja klar, da sind die verrottet. Aber okay. Ich leg mich wieder hin. Scheinbar darf ich mich nicht hinlegen. Aber ich würde mich wirklich gerne hinlegen. Ich habe hier super viel Holz übrigens. Wollen wir noch ein Zelt daraus bauen? Lass uns noch ein Zelt daraus bauen. Jeder, verlass das Zelt, schnell! Ich bin hier wirklich der offizielle Panikmacher. Warum? Neuer Eisbär? Wir jetzt schon wieder. Verlasse schnell das Zelt. Schon wieder ein Monster? Kein Eisbär. Diesmal ein Monster. Es kommt direkt zu uns. Da ist es, Monster. Es heißt Monster. Stell dich hier rauf, Ronny. Hier bist du sicher. Wirklich? Siehst du jetzt einfach unter dir? Okay, ja, Monster. Es ist zu blöd, um hochzulaufen. Schließe den Obby ab, um dem Monster zu entkommen. Ah, da hinten. Wir sollen auf die andere Insel fliehen. Ich werde es machen. Es läuft dir hinterher. Alles gut. Okay, ja, stimmt. Das ist hier ziemlich auf mich geprimed. Es bleibt hier einfach unter mir stehen. Nein, das Monster ist hinter dir. Wir haben es doch gar nicht geschafft. Phew, wir haben es geschafft. Die Obby ist weggegangen. Hallo, hallo? Ist jemand da draußen? Oh nein, wir haben das Radio auf der Insel gelassen und jetzt können wir nicht mehr zurück. Ich bin tot. Ich bin noch auf der Insel. Ich kann schon wieder zurück. Nein! Hallo, hallo, ist jemand da draußen? Ich bin direkt hier, ich habe das Radio noch da. Oh nein! Ihr müsst in Gefahr sein, da ihr nicht antwortet. Unser Team wird in 2 Minuten da sein. Du bist tot? Ich bin alleine hier? Warte, da hinten sind, glaube ich, Monster, die im Wasser spawnen. Ich glaube, da ist was. Oh, oh! Der Rettungsmann könnte neben dem Monster landen und getötet werden. Ich muss ihn irgendwie warnen. Leute, ich bin hier. Ich habe das Monster auf der Insel gesehen. Deswegen bin ich hergekommen. Soll ich jetzt auf die Insel, um gerettet zu werden? Das wäre nicht so gut, weil ich bin nicht da. Schnell, hüpf rein. Ich kann nicht. Rettungsmann, du musst auf die große Insel kommen. Ich bin hier. Bist du ready to go? Nein, bin ich nicht. Ich muss hier... Ich schwimme jetzt durch Wasser, easy. Nein, ich falle. Du fällst. Nein, so bin ich auch gestorben. Das war's. Wir haben verloren. Naja gut, was für ein schöner Helikopterausflug. Ich bin mir sicher, jeder hat sein Bestes gegeben. Lass uns nicht nochmal über die Antarktis fliegen, habe ich gerade beschlossen. Wie wär's? Also mit dem Heli fliege ich nicht nochmal, nein. Nee, ich auch nicht. Naja gut, dann war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut unbedingt bei der Easy vorbei für andere coole Roblox-Videos. Macht's gut, ciao!